Jennifer Aniston, in Flirtlaune. Bandelt sie mit Harry Styles an? Zwei Stars, die sich ineinander verlieben, ist keine Neuheit, doch diese Beziehung würde sicher für einige Überraschungen sorgen. Jennifer Aniston, 54, und Harry Styles, 29, sind beide Single und könnten vielleicht das nächste große Hollywood-Paar werden. 2017 ließ sich die Schauspielerin von Justin Theroux, 51, scheiden und ist seither alleine. Auch Harry Styles hat keine Partnerin mehr an seiner Seite, da seine Beziehung zu Olivia Wilde, 38, im November 2022 nach 2 Jahren Beziehung in die Brüche ging. Obwohl sie einen Altersunterschied von 25 Jahren trennt, könnten sich die Schauspielerin und der Sänger schon bald näher kommen. Die Bilder von Harry Styles auf Instagram werden von Jennifer Aniston schon fleißig mit Likes versehen. Doch der ausschlaggebende Punkt für diese Entwicklung soll ein Fauxpas seitens des Grammy-Preisträgers gewesen sein. Auf seinem Konzert in Los Angeles riss ihm bei dem Song Music for a Sushi Restaurant die Hose und ausgerechnet Jennifer Aniston saß zu diesem Zeitpunkt in der ersten Reihe. Den Vorfall soll sie genutzt haben, um mit dem 29-Jährigen in Kontakt zu treten. Die US-Amerikanerin schrieb ihm eine Nachricht, so ein Insider laut Closer. Harry Styles würde definitiv in das Beuteschema der Schauspielerin passen, denn er sei intellektuell, witzig und kantig, so die Quelle. Der Musiker selbst gab 2020 in The Ellen DeGeneres Show zu, dass sein erster Schwarm Jennifer Aniston gewesen sei. Wie sich die Beziehung der beiden entwickelt und ob es bald zu einem ersten Date kommt, wird sich zeigen. Das Interesse scheint jedoch beiderseits vorhanden zu sein. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, closer.com